Nach dem erneuten Versuch eines orbitalen Testfluges möchte ich heute gerne einen Vergleich zwischen Boeings Starliner und SpaceX's Dragon Raumkapseln ziehen. Natürlich schauen wir uns zuerst den zweiten Anlauf des OFT-2 an, dann werden wir die beiden Kapseln aus technischer Sicht gegenüberstellen und schauen uns all die desaströsen Managemententscheidungen, fehlerhafte Technik, Software-Glitches und Unfälle an. Nicht nur auf der Seite von Boeing, sondern auch bei SpaceX. Ich versuche den Vergleich heute fair zu halten, aber sei gewarnt, die Fakten sprechen mehr für die eine als für die andere Seite. Könnte die eine Kapsel die andere verdrängen? Ist überhaupt Platz für beide auf dem Markt oder sind beide Kapseln notwendig für einen stabilen Zugang zum Weltraum? Und zum Schluss verrate ich dir auch, warum mich der CEO von ULA, zu dem auch Boeing gehört, auf Twitter blockiert hat. Na, neugierig geworden? Dann gleich Mars Chroniken abonnieren, das Video liken und auf los geht's los. Los! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für dich. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Wie immer, wenn ich diese kritischen Ausgaben produziere, richten sich meine Attacken nicht an die Ingenieure und Mitarbeiter der beteiligten Firmen, sondern an das Management. Ich bin davon überzeugt, dass die Menschen, die direkt an der Hard- und Software arbeiten, ihr Bestes geben. Aber Managemententscheidungen wirken sich auf die angebotenen Produkte und Dienstleistungen aus. Das muss auch so sein. Im Falle von Boeing, die für den Bau der Starliner-Kapsel verantwortlich ist, waren die Auswirkungen auf das Endprodukt eher negativ. Wir schauen uns auch gleich ganz konkrete Beispiele an. Du hast es sicher schon mitbekommen, dass Boeings Starliner-Kapsel endlich erfolgreich an die ISS gedockt hat. Ich möchte nicht so weit gehen, es einen vollen Erfolg zu nennen, denn es lief nicht alles nach Plan. Ich möchte aber den Menschen gratulieren, die an dieser Kapsel gearbeitet haben. Die Kapsel war mit etwa 360 Kilogramm Cargo beladen. Das meiste davon waren symbolische Nutzlasten, sowie Flaggen und Banner von Unis und anderen Einrichtungen. Auch mit an Bord war eine Dummy-Astronautin mit dem Namen Rosie the Rocketeer sowie eine Jebediah Kerman-Plüschfigur von Kerbal Space Program. Beide waren mit Sensoren ausgestattet, um die Kräfte auf die Crew während des Fluges messen zu können. Der Start hat makellos ausgesehen, aber der Atlas V Booster in der Konfiguration N22 hat ein wenig überperformt. N22 steht für keine Nutzersverkleidung, also No Fairing. Die erste 2 steht für zwei Feststoffbooster unten an der ersten Stufe und die zweite 2 steht für zwei RL-10 Triebwerke in der Centaur Oberstufe. Diese Überperformance war aber nicht dramatisch, die Centaur konnte das kompensieren. Soweit, so gut. Was mir noch aufgefallen ist, dass während des gesamten Starts ständig irgendwelche Abdeckungen und Verkleidungen abgeworfen wurden. Wenn wir das mit der Dragon von SpaceX vergleichen, dann sehen wir, dass SpaceX, abgesehen vom nicht bedrückten Trunk bei der Rückkehr, nichts wegwirft. Dazu kommen wir später noch einmal im Detail. Bleiben wir jetzt aber bei dem Testflug, der unter dem Namen OFT-2 bekannt ist. 2, weil es der offiziell zweite Versuch eines orbitalen Testfluges war. Wenn man mich fragt, war es der dritte Versuch. Der erste Versuch im Dezember 2019 ging schrecklich schief. Die interne Uhr der Kapsel ging um 11 Stunden falsch. Dadurch glaubte die Kapsel, sie sei ganz woanders in der Mission und feuerte wie wild aus allen Düsen. Die Bodencrews versuchten die Kapsel zu überzeugen, dass ihre Uhr falsch geht. Aber aufgrund eines anderen Fehlers des Kommunikationssystems konnte niemand Befehle an die Kapsel schicken. Schließlich dürfte es doch gelungen sein, der Kapsel zu befehlen, mit dem Feuern aufzuhören. Aber da waren die Treibstoffreserven so sehr aufgebraucht, dass sich eine sichere Annäherung an die ISS nicht mehr anbot. Es wäre sich theoretisch ausgegangen, aber die NASA hat sich dagegen entschieden, da Personal auf der ISS arbeitet und diese wollte man nicht in Gefahr bringen. Völlig richtig so. Die Kapsel umkreiste die Erde für etwa 2 Tage und landete dann mit ihren Fallschirmen und den Airbags in White Sands in New Mexico. Nach dem Test gab der damalige NASA-Direktor Jim Bridenstine eine Pressekonferenz und war sichtlich sauer. Richtig sauer. Weil man die NASA an der Nase herumgeführt hatte. Boeing war sich dessen bewusst, dass die Kapsel nicht flugtauglich ist und hat sie trotzdem starten lassen. Denn kurz davor hatte Boeing Verspätungen und Schwierigkeiten gemeldet. Das bedeutet für gewöhnlich, sie wollen mehr Kohle. Genauer gesagt etwa 400 Millionen US-Dollar von der NASA. Die NASA lehnte dankend ab und bestand darauf, dass Boeing ihren Vertrag gefälligst erfüllen soll. Und zwar zu dem fix ausgemachten Preis. Boeing war es bis dahin gewohnt, mit den Fingern zu schnippen und die NASA springt. Aber das war bevor die NASA SpaceX als Alternative hatte. Über Cost-Plus-Verträge habe ich schon einige Videos gemacht. Eines davon findest du hier in der Infobox.
Da erkläre ich dir die fiesen Tricks, die angewandt wurden und heute noch werden, um die NASA und andere Einrichtungen zu erpressen. Die Untersuchung, die auf den Fehlschlag des OFT-1 folgte, ergab, dass Starliner 80 Fehler hatte. 80 Fehler! Rund ein Dutzend davon waren Hardware- und Designfehler. Die restlichen 70 waren Probleme mit der Software. Der gesamte Fehlerkatalog wurde leider nie vollständig veröffentlicht, da Boeing eine private Firma ist. Es wurde aber bekannt, dass Boeing 1 Million Zeilen Code überarbeiten und umprogrammieren musste. Ein weiteres Problem beim OFT-1 war ein Software-Glitch, der beim Wiedereintritt in die Atmosphäre zum Verlust der Kapsel geführt hatte. Die Software hätte das Service-Modul nicht abgeworfen und somit den Hitzeschild nicht freigelegt. Ich rufe uns jetzt in Erinnerung, dass da eines Tages Menschen drinnen sitzen sollen. Dieses Problem wurde aber rechtzeitig entdeckt und manuell behoben. Du fragst dich jetzt, warum Boeing Starliner zum OFT-1 antreten ließ, obwohl sie wussten, dass die Kapsel nicht bereit war. Nun, das war pures Gambling. Sie hatten extra Kohle verlangt, die sie nicht bekommen hatten. Um dann kein weiteres Geld mehr hineinstecken zu müssen, starteten sie das Ding einfach auf gut Glück. Und wir wissen, wie das geendet ist. Nach dem OFT-1-Drama verlangte Boeing erneut, dass die NASA die 410 Millionen US-Dollar für den Fehlschlag stemmen solle. Die NASA bezog sich auf den Fixpreisvertrag und bestand darauf, dass Boeing für den Fehlschlag und die Korrekturen aufkommt. Danach schmückte sich Boeing in einigen Beiträgen damit, dass OFT-2 den Steuerzahlern nichts kostet und stellte sich selbst als den guten Samariter dar. Stimmt, aber nicht freiwillig. Sie haben einen Vertrag zu erfüllen. Mittlerweile hat Boeing rund 600 Millionen US-Dollar im Starliner-Schlamassel verloren. Im August 2021, also anderthalb Jahre nach OFT-1, wurde Starliner erneut auf eine Atlas V gestapelt und zum Startpad gebracht. Kurz vor dem Start reagierten 12 Ventile des Antriebssystems nicht auf die Befehle der Bodencrew. Es war nicht möglich, das Problem zu beheben, also wurde der Start abgebrochen und Starliner musste zurück in die Werkshalle geschoben werden. Eine Untersuchung der NASA ergab, dass die Ventile mit der feuchten Florida-Luft reagiert und zum Korrodieren begonnen hatten. Seither ist fast ein ganzes Jahr vergangen. Und weißt du was? Sie haben das Problem einfach nicht behoben. Beinhart einfach nicht behoben. Was du hier siehst, ist Starliner im Anflug auf die ISS. Und hier flattert ein Stück Plastik, das man verwendet hatte, um Feuchtigkeit davon abzuhalten, einzudringen und die Kapsel von innen heraus aufzulösen. Fast ein ganzes Jahr hat Boeing an dieser Lösung gearbeitet und am Ende einfach mit einer Plastikfolie abgeklebt. Das ist doch ein massiver Pfusch, entschuldige. Der Plan wäre es gewesen, dass diese Abdeckungen beim Aufstieg von der Luft abgetragen werden. Aber das ist wohl nicht passiert. Hier siehst du Überreste dieser Plastikfolie. Es ist kein Drama, dass man sich hier einer provisorischen Lösung bedient hat. Was aber schon dramatisch ist, ist, dass man das Problem nicht behoben hat. Stattdessen sind Boeing und Aerojet Rocketdyne in einen Rechtsstreit gegangen. Boeing hatte die betroffenen Teile designt, Aerojet Rocketdyne hatte sie gebaut. Wer ist nun schuld an diesen kaputten Teilen? Anstatt das Problem zu lösen, gehen sie erst einmal vor Gericht. Man hat für den zweiten Versuch des OFT-2, also in meinen Augen OFT-3, ein ganz neues Service-Modul montiert. Aber nichts daran geändert. Und jetzt wird es noch lustiger oder peinlicher. Bei OFT-2 fiel eine OMAC-Düse sofort nach Inbetriebnahme aus. OMAC steht für Orbital Maneuvering and Attitude Control Thruster, also Düsen für Orbitalmanöver. Davon hat Starliner 12 Stück. Eine zweite Düse sprang für die erste ein und fiel ebenfalls nach 25 Sekunden aus. Wer hätte gedacht, dass eine Plastikabdeckung bei 90% Luftfeuchtigkeit nicht zu 100% hilft? Die übrigen 10 Düsen reichten aber aus, um den Orbit auf die richtige Höhe anzuheben. Diese 12 Düsen sind alle baugleich und könnten in Zukunft ebenfalls ausfallen, wenn man das Problem nicht behebt. Bleib bitte sitzen, ich bin noch nicht fertig. Boeing meldete kurz nach dem erfolgreichen Docken an die ISS, dass zwei kleinere Reaktionsdüsen ausgefallen sind. Diese befinden sich am Servicemodul, welches das Herz der Kapsel darstellt. Aber da es nach jedem Flug abgeworfen wird, wird man niemals herausfinden, warum diese ganzen Triebwerke und Düsen ausgefallen sind. Man wird wohl raten müssen. Bei SpaceX sind alle Düsen und Triebwerke direkt in der Kapsel selbst verbaut und werden jedes Mal mit der Kapsel geborgen und können bei eventuellen Fehlern untersucht werden, sodass man die Fehlerquelle schnell findet. Wenn du aber dein Servicemodul jedes Mal wegwirfst, damit du ein neues bauen bzw. kaufen kannst,
dann hast du keine Chance, deine Fehlerquelle eindeutig zu identifizieren. Es musste auch der Docking-Adapter resettet werden. Ich weiß leider nicht ganz genau, was das Problem hier war, aber ich dachte mir, ich sage dir das auch. Okay, okay, komm runter, Sirwan. Eine Sache fand ich beim Start sehr witzig. Es kam eine extra Durchsage von Mission Control, dass die interne Uhr richtig funktioniert. Immerhin, Gratulation. Das Schlamassel hat ja schon vor einer Dekade bei der Vergabe der Aufträge des Commercial Crew Programms der NASA begonnen. Laut eines Artikels von Eric Berger auf Ars Technica hätten viele Kongressabgeordnete damals dem ursprünglichen Antrag nicht zugestimmt, der NASA die 500 Millionen US-Dollar für die erste Phase des Programmes zu genehmigen. Neben SpaceX, die damals noch recht unbekannt und klein waren, hatten sich einige andere kleine Unternehmen und schließlich auch Boeing dazu entschieden, in den Wettbewerb zu treten. Der Kongress hat diesem ersten Budget nur zugestimmt, weil Boeing mitgeboten hat. Und Boeing hatte eine starke Lobby in Washington DC. Ihnen vertraute man, den anderen Playern nicht. Deswegen argumentieren viele, dass SpaceX ohne Boeing heute nicht einmal Teil des Commercial Crew Programms wäre. Oder dass es das Commercial Crew Program gar nicht erst gegeben hätte. Stimmt vielleicht, wenn man das so betrachtet. Ich sehe es eher so, dass SpaceX Boeing hier einfach ausgestochen hat. Und zwar, obwohl sie unfair behandelt wurden. Für die Entwicklung, Zertifizierung und jeweils 6 operative bemannte Flüge zur ISS erhielt Boeing damals 4,2 Milliarden und SpaceX 2,6 Milliarden US-Dollar. Im Endeffekt kam SpaceX trotz eigener Schwierigkeiten mit dem Geld aus und hat heute einen Vorsprung von mehr als 3 Jahren gegenüber Boeing. Boeing schaffte es trotz Fixpreisvertrag der NASA rund 700 Millionen durch fiese Tricks, die ich jetzt einfach Erpressung nenne, zu entlocken. Das war aber bevor SpaceX bewiesen hatte, dass sie Crew zur ISS bringen können. Also hat Boeing insgesamt 5,1 Milliarden US-Dollar bekommen. Das ist fast doppelt so viel wie SpaceXs Budget für die gleiche Sache im Endeffekt. Die Argumente seitens Boeing waren damals, dass SpaceX schon die Cargo Dragon in Betrieb hat und diese nur modifizieren müsste. Was nicht ganz stimmt, denn die Cargo Dragon ist ein ganz anderes Raumschiff. Es macht einen gewaltigen Unterschied, ob du Werkzeug oder Menschen zur ISS beförderst. Boeing musste damals bei Null beginnen. Wenn SpaceX hier einen Vorteil hatte, weil die Crew Dragon in Betrieb war, dann frage ich mich, was Boeing aus der Space Shuttle-Ära und aus den Jahrzehnten als Teil von ULA gelernt hat. Es ging dem Management hier nicht darum, Raumfahrt zu betreiben. Es ging darum, auf Kosten der NASA so viele Profite wie möglich auszuschütten. Entweder in Form von Boni an die Manager oder als Dividende an die Aktionäre. Da verliert man schon gerne mal das Ziel vor den Augen. Was ich auch besonders kafkaesk gefunden habe, war, dass dadurch, dass man Boeing vertraute, hatte Boeing bei der Entwicklung von Starliner keine Aufsicht der NASA. Vielleicht, weil man ihnen vertraute, aber vielleicht auch, damit sie dubiose Praktiken durchführen können, ohne dabei erwischt zu werden. Wir werden es wohl nie erfahren. Was denkst du, dass hier passiert ist? Schreib mir deine Gedanken in die Kommentare. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, dann abonniere jetzt Mars Chroniken, damit du keine weitere Ausgabe mehr verpasst und wir bald die 10.000er Marke knacken. Danke dir. Was jetzt kommt, ist in meinen Augen hier mehr Segen als Fluch. Denn SpaceX genoss zu dieser Zeit nicht das Vertrauen der NASA und des Kongresses. Daher stellte man SpaceX NASA-Personal zur Seite, die die Entwicklung beobachten und unterstützten. Vielleicht ist das ja der Grund, warum Starliner bis heute von Problemen geplagt ist und Dragon schnurrt wie eine Katze. SpaceX entschied sich dazu, Dragon einer rigorosen Testkampagne zu unterziehen. Boeing ging den Weg, Starliner in Simulationen und durch Papierkram zu zertifizieren. Beide Herangehensweisen haben Vor- und Nachteile. Du wirst gleich sehen, was ich meine. Wenn Boeing ihre Kapsel tatsächlich mal versucht hätte, in Betrieb zu nehmen, dann hätten sie vermutlich viele der aufgetretenen Probleme entdeckt. SpaceX hätte sich im Falle ihrer Dragon ein wenig mehr mit der Zertifizierung auseinandersetzen können, um die Explosion der Crew Dragon zu verhindern. Also können sich beide ruhig eine Scheibe voneinander abschneiden. Der orbitale Testflug der Crew Dragon verlief makellos. Ähnlich wie der Starliner-Test brachte Dragon den Dummy-Astronauten Ripley, eine Plüscherde und ein wenig unbedeutender Cargo zur ISS. Die Kapsel kam sicher zurück zur Erde, aber bei einem Test nach dem Testflug explodierte die Kapsel. Davon gibt es leider nur dieses geleakte Video. Das war für SpaceX eine mittelschwere Katastrophe. Sie erholten sich aber sehr schnell davon, denn das Problem konnte eindeutig identifiziert und behoben werden. Aus einem fehlerhaften Absperrventil war Stickstofftetroxid ausgetreten bzw. in die falsche Richtung geflossen. Das hatte einen Dominoeffekt zur Folge. Der hypergole Treibstoff reagierte mit einem Titanelement im Antriebssystem und führte zur Explosion. Starliner hatte bei einem Launch-Abort-Test im Jahr 2018 ein ähnliches Problem.
Es lief ebenfalls hypergoler Treibstoff aus. Aber bei Boeing führte das nicht zu ein paar Monaten, sondern zu über einem Jahr Verzögerung. Das meine ich, dass SpaceX ruhig mehr Zeit in die Vorzertifizierung stecken könnte. Das wäre ein Problem, das man im Vorhinein gefunden hätte. Denn es ist in der Raumfahrt schon länger bekannt, dass sich Titan und Stickstofftetroxid nicht so gut vertragen. Bei dem Test wurde aber niemand verletzt und SpaceX konnte sehr schnell zurück zur Tagesordnung übergehen. Denn schon einige Monate später, im Januar 2020, fand der In-Flight-Abort-Test statt, bei dem sich die Kapsel beweisen konnte. Dabei wurde ein Fehler in der Rakete simuliert, sodass sich die Kapsel mit Hilfe der 8 Super Draco Triebwerke von der Explosion wegdrücken konnte. Die Crew Dragon hätte ja ursprünglich propulsiv, also mit Hilfe von Triebwerken und Landebeinen überall auf der Erde landen können. Aber die Beine, die aus dem Hitzeschild herauskamen, waren der NASA ein Dorn im Auge, weil sie ein Sicherheitsrisiko darstellten. Somit musste SpaceX auf Fallschirme umsteigen. Da hatte SpaceX auch einige Probleme. 2019 ergaben Fallschirmtests keine guten Ergebnisse, sodass das Design komplett überarbeitet werden musste. Danach musste SpaceX 13 Falltests aus großer Höhe durchführen, um zertifiziert zu werden. Das haben sie auch gemacht. Übrigens, wie hier zu sehen, verwendet SpaceX 4 Fallschirme. Im selben Jahr testete Boeing ihr Fallschirmsystem. Bei einem Pad-Abort-Test gingen nur 2 der 3 Fallschirme auf. Boeing nannte den Test einfach einen Erfolg und machte einfach weiter nach Tagesordnung, als ob nichts wäre. Dieses Augen-, Ohren- und Mund-Zuhalten bei Problemen führte dazu, dass Starliner heute noch nicht fertig getestet ist. Während SpaceX neben dem Demo 1-Flug ohne Crew, Demo 2 mit Crew, 5 absolvierten operativen Missionen zur ISS, gerade eine laufende Mission zur ISS hat. Obendrein haben sie 10 weitere geplante Crew-Missionen sowohl für die NASA als auch für private Kunden und 11 Cargo-Missionen in den Auftragsbüchern stehen. Einige der Starliner-Missionen wurden natürlich auf Dragon umgebucht. Statt den geplanten 6 Missionen sind für Starliner im Moment nur 3 operative Missionen vorgesehen. Im Endeffekt steigt dann auch hier der Startpreis pro Starliner. Missionen, da sie den Fixpreis trotzdem erhalten und jetzt nur 3 statt 6 Missionen abliefern. Jetzt wird es Zeit, dass wir uns die beiden Konkurrenten aus technischer Sicht ansehen. Beide ursprünglichen Designs waren für 7 Crewmitglieder ausgelegt. Aber da die NASA höchstens 4 Menschen zur gleichen Zeit zur ISS transportieren möchte, werden die beiden die meiste Zeit in der Konfiguration mit 4 Sitzen fliegen. SpaceX hat die 3 Extrasitze wegdesignt, während Boeing zu einem 5-Sitzer-Modell übergegangen ist. Mit dem einfachen Hintergrund, dass sie den extra Sitzplatz an private Kunden verkaufen können. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass eine private Person einen 6 Monate langen Aufenthalt auf der ISS bucht, geschweige denn genehmigt bekommt. Und wieder geht es bei Boeing darum, mehr Geld zu machen, anstatt ein besseres Produkt abzuliefern. Die Crew Dragon kann ihre Passagiere bis zu 7 Tage im Orbit am Leben erhalten. Starliner schafft das 60 Stunden. Das ist mehr als genug, um die ISS zu erreichen, aber für mehr reicht es dann auch nicht. Und während Dragon 6 Tonnen Nutzlast inklusive der Crew zur ISS befördern kann, schafft Starliner die Crew plus 163 Kilogramm Cargo. Also kann die Crew gerade mal ihr eigenes Essen mitnehmen. Dragon kann etwa 3 Tonnen Nutzlast zurück zur Erde bringen. Bei Starliner sind das 226 Kilogramm. Da geht sich gerade mal die Crew aus. Und wehe, jemand nimmt ein paar Kilo zu auf der ISS. Beide Raumschiffe wiegen beim Start etwa 13 Tonnen. Dragon ist sogar 500 Kilogramm leichter. Dragon ist höher, aber dafür schmäler. Starliner ähnelt eher der Apollo-Kapsel, sowohl außen als auch innen. Das Innenleben bei Starliner sieht aus wie aus den 70ern. Unendlich viele Knöpfe, die bei jedem Update physisch umgebaut, umgerüstet und zertifiziert werden müssen. Bei Dragon wird alles über zentrale Touchscreens bedient. Sollten die ausfallen, gibt es unter den Bildschirmen noch physische Knöpfe und Schalter für die wichtigsten Funktionen. Der große Vorteil hierbei ist, dass man Veränderungen einfach über ein Software-Update in das Benutzerinterface integrieren kann. Idealerweise sollten all diese Funktionen aber nie zum Einsatz kommen, da beide Raumschiffe vollkommen autonom operieren sollten. Dragons Kabine hat ein Volumen von 9,3 Kubikmeter. Starliner ist hier etwas größer und bietet 11 Kubikmeter Raum für die Crew. Dafür hat die Dragon einen externen Kofferraum, der auch als Trunk bekannt ist. Dort hat man auch noch etwa 37 Kubikmeter Platz für Cargo, welche keinen atmosphärischen Druck braucht. Der Trunk beherbergt auch die Solarzellen, Stabilisatoren für ein Start-Abbruch-Szenario und Radiatoren für die Kühlung der Kapsel.
ist also kein Service-Modul wie bei Starliner. Wie wir schon vorhin gehört haben, befinden sich bei Starliner das Herz und die Nieren im Service-Modul. Und dieses wird jedes Mal weggeworfen. Ich denke mal, dass man so mehr verdient, da man mehr in der Herstellung zu tun hat. Dragon hat alle 8 Super Draco und 16 Draco-Triebwerke in die Kapsel selbst integriert. Starliner hat 20 Düsen für Orbitalmanöver, 28 Triebwerke für den ISS-Reboost, 12 Triebwerke für das Kommandomodul und 4 Start-Abbruchstriebwerke. SpaceX stellt alle Triebwerke selbst her, während Boeing alles bei Aerojet Rocketdyne einkauft. Starliner hat also insgesamt 64, während Dragon mit 24 Triebwerken auskommt. Du hast es schon gehört, man muss es hier auch ganz klar dazu sagen, dass Dragon die ISS nicht reboosten kann. Das ist der einzige Punkt, in dem sich Starliner ganz klar von Dragon abhebt. SpaceX hat den Bau der Dragon bereits eingestellt. Es werden noch einige Cargo Dragons produziert. Danach ist Schluss. SpaceX steckt alle Ressourcen in die Entwicklung von Starship. Sollte Starliner aber Mitte dieses Jahrzehnts noch immer nicht betriebsbereit sein, könnte die NASA weitere Dragons in Auftrag geben und SpaceX dazu nötigen, die Kapsel mit der Fähigkeit auszustatten, die ISS zu boosten. Es gibt auf jeden Fall schon mal genug Platz und Nutzlastkapazität im Trunk. Dieses Szenario halte ich für sehr unwahrscheinlich. Aber wer weiß, was passiert. Boeing hat beim OFT 2 wieder bewiesen, dass die Kapsel nicht zu 100% vertrauenswürdig ist. Auch die Sitze bei Dragon sehen wesentlich schicker aus als bei Starliner. Allgemein sieht Dragon aus wie ein Raumschiff aus diesem Jahrtausend. Aber Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Also schreib mir bitte in die Kommentare, welche Kapsel deiner Meinung nach besser aussieht und wo du dich lieber hineinsetzen würdest. Ein sehr interessanter Aspekt dieser Sache ist, dass Starliner theoretisch nicht nur kompatibel mit ULA's Atlas V ist, sondern auch mit seinem Nachfolger Vulcan Centaur und mit SpaceX's Falcon 9. Ganz klar, dass Boeing hier nicht mit SpaceX fliegen möchte, aber die Atlas V geht bald in Rente und Vulcan ist noch nicht zertifiziert, um Menschen zu transportieren. So ein Verfahren kostet viel Geld. Und Boeing gibt nicht so gerne Geld aus, sondern bekommt es gerne. ULA möchte, dass die NASA für die Zertifizierung aufkommt. Und die NASA meint, dass das ULA selbst stemmen muss. Tja, ich nenne das eine Zwickmühle. Nichtsdestotrotz ist Starliner wichtig für den Wettbewerb, die Redundanz und für einen stabilen Zugang zum Weltall. Sollte jemals ein Problem mit der Dragon auftreten, haben wir dann noch Starliner. Vorausgesetzt, Starliner geht jemals in Vollbetrieb. Besonders in Zeiten, wo Russland nicht ganz so berechenbar ist, wie wir es gerne hätten. SpaceX braucht unbedingt ernstzunehmende Konkurrenz, bevor Elon ausscheidet. Apropos Wettbewerb. Ein Sitz in SpaceX's Dragon kostet 55 Millionen US-Dollar. Boeing verlangt für einen Sitz in Starliner 90 Millionen US-Dollar. Und das, obwohl sie in so vielerlei Hinsicht weniger leistungsfähig ist als die Dragon. Der Sinn des Commercial Crew Programms war es, sich Geld zu sparen und die Abhängigkeit von Russland zu beseitigen. Bei Roscosmos hat die NASA auch 90 Millionen US-Dollar pro Astronaut zur ISS gezahlt. Mit SpaceX hat die NASA bereits Milliarden gespart. Wenn die NASA den OFT 2 als vollen Erfolg betrachtet, könnte der erste operative Starliner-Flug im März 2023 stattfinden. Aber dieser Flug war leider kein voller Erfolg. Daher tippe ich auf 2024. Denn nach diesem Flug könnte die NASA einen weiteren unbemannten OFT verlangen. Und jetzt habe ich noch ein paar Schmankerl für dich. Die Anzüge bei SpaceX sind schick und schwarz-weiß. Laut Astronautenberichten sind sie sehr bequem und leicht an- und auszuziehen. Man hat auch eine große Bewegungsfreiheit. Das kann man von Boeings neuen Anzügen nicht behaupten. Sie sehen alles andere als bequem aus. Und hier geht es nicht nur um den Geschmack, sondern darum, dass die Crew sich gut bewegen kann. Laut eines Reuters-Berichts hatte der Präsident eines Boeing-Subunternehmens bei Testaktivitäten zu Starliner ein Bein verloren. Das ist tragisch, aber Unfälle passieren. Laut öffentlichen gerichtlichen Protokollen ist Folgendes passiert. Als Boeing 2017 dabei war, einen Falltest mit ihrem Subunternehmer Near Space für die Fallschirme aus 40.000 Fuß vorzubereiten, schnallten sie Starliner an Ballons, um diese Höhe zu erreichen. Vor dem Test war die Kapsel noch am Boden befestigt. Tim, der Verletzte, stand auf einer Leiter neben der Kapsel und führte letzte Vorbereitungen durch, als die durch Hitze ausgelösten Kabelschneider fehlfeuerten. Dadurch hob Starliner verfrüht ab und verpasste der Leiter einen Ruck. Tim fiel 6 Meter
zerschmetterte sich das Sprunggelenk und wurde dann noch von der fallenden Leiter erfasst, welches den Bruch noch schlimmer machte. Nach 4 Monaten der medizinischen Behandlung musste das Bein schließlich unter dem Knie amputiert werden. Dieser Unfall wäre verhinderbar gewesen, denn diese Art von Leiter war von Boeing selbst als gefährlich eingestuft und seit 2015 verboten worden. Boeing hatte diese Leiter aber selbst zur Verfügung gestellt. Es kam zu keinem Verfahren, da man sich außergerichtlich einigen konnte. Was soll man dazu sagen? Echt tragisch. Die nächste Sache ist nur eine Kleinigkeit, aber sehr witzig. Und dann kommen wir auch schon dazu, warum mich Tory Bruno auf Twitter blockiert hat. Beim Rollout der Kapsel zur Rakete ist eine Abdeckung abgefallen. Ich bin davon überzeugt, es war kein ganzes Fenster, aber das zeigt mir einfach, wie Boeings Philosophie funktioniert. Später hatte man die Abdeckung mit Gafferband drangeklebt. Wenn du mich fragst, sieht die ganze Kapsel so aus, als würde sie mit Gafferband zusammengehalten werden. Wie versprochen, hier die Anekdote, warum mich Tory Bruno auf Twitter blockiert hat. Du weißt ja, dass Boeing Teil von United Launch Alliance oder kurz ULA ist. Tory Bruno ist CEO von ULA. Ich habe ihm auf Twitter immer wieder Fragen gestellt, die er mir beantwortete. Vor einigen Wochen hat er gepostet, wie stolz er ist, dass ULA die ICPS, das steht für Interim Cryogenic Propulsion Stage, für die ersten SLS-Starts herstellt. Dazu musst du wissen, dass die späteren SLS-Versionen nicht mit der ICPS, sondern mit der Exploration Upper Stage oder kurz EUS fliegen werden. Also habe ich auf seinen Tweet gefragt, warum ULA nicht gleich die EUS entwickelt und baut. Stattdessen zuerst noch eine Interim, also eine vorübergehende Version baut. Bei der ersten Antwort ist er mir ausgewichen. Ich habe nachgehakt und gemeint, dass es nach einer gewaltigen Ressourcenverschwendung aussieht. Man könnte doch die EUS gleich entwickeln und bei den ersten SLS-Flügen testen. Daraufhin habe ich keine Antwort bekommen und auf diese Unterhaltung irgendwie vergessen. Bis ich immer wieder gesehen habe, dass mir Antworten auf seine Tweets, aber nicht seine Tweets angezeigt werden. Ich bin dann auf seinen Account gegangen und siehe da. Ich wurde blockiert. Was sagt man dazu? Ich wurde von einem Raketen-CEO blockiert. Wer kann das schon von sich behaupten? Entweder waren meine Fragen extrem dumm oder haben genau ins Schwarze getroffen und ULA versucht hier einfach ihre Entwicklungsabteilung etwas länger beschäftigt zu halten, anstatt den optimalen Ablauf anzustreben. Und dann sagt noch einer, Elon Musk ist dünnhäutig. Was denkst du? War meine Frage berechtigt oder extrem dumm? Schreib es mir in die Kommentare. Danke fürs Einschalten. Peraspera ad Astra.